herzlich willkommen zurück zu Overlord Raising Hell. Wo wir gerade in unserem Turm rumhocken und... Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück in die Goldenen Berge ohne Umwege. Wir haben da ja noch ein bisschen was zu erledigen, ne? Wir hatten beim letzten Mal die Bergfestung da erstürmt. Und jetzt wollen wir da ein bisschen aufräumen, ne? Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen neue Gegner da oben haben. Ich hoffe mal nicht. Na, sieht doch eigentlich relativ ruhig aus. Gib mir mal meine braunen, auf die stehe ich. So, und jetzt stürmen wir doch einfach mal wieder die Tore. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten einmal... Was stimmt mit dem Sound gerade nicht? Das war ja komisch jetzt. Wir könnten natürlich einmal da hinten durch die Tore gehen, aber ich glaube, wir gehen erst einmal hier lang. Ah, jetzt geht's aber wieder, oder? Komische Sache. Ab und zu mal ein kleiner Soundfehler, das wird man ja mal vergeben können. Ja, ich denke da oben, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Oh, oh. Ah, lauft! Da, lauft! Egal, wo ich hinkomme, man hasst mich. Boah, wie viel ich jetzt direkt verloren habe hier. Schweineelende. Ach, sieh mal eine an. Hier unten können wir auch lang gehen. Dann gehen wir doch erstmal hier lang. Die haben Bier getrunken. Die haben Bier getrunken. Kommt zurück. Zwerge, die Bier-Intus haben, mit denen möchte ich mich eigentlich eher weniger anlegen. Jetzt lässt die Wirkung aber nach. Jetzt kriegen sie drauf. Da wird euch euer ganzes Bier nichts nützen, denn ich bin besser. Hier hinten scheinen wir nicht lang zu kommen. Da ist so eine Brücke im Weg. Da sind Schafe und ich komme nicht dran. Aber hier oben kommen wir rauf. Wollen wir doch mal gucken, was hier so los ist. Ah, zumindest scheinen wir nicht unter Beschuss genommen zu werden. Oh, hi. Boah, da kommt ein großer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die nicht zum Bier kommen. Weil ich glaube, wenn so ein großer ans Bier kommt, das wäre gar nicht gut. So, ich denke, damit wären wir fertig. Hier gibt es auch einen neuen Zauber, sehe ich gerade. Das ist auch nett. Das ist doch auch nett. Ich will... Danke. Na los! Glückwunsch, weg damit! Ihr habt einen neuen Dominationszauber gefunden. Ah, eine schöne Axt für meinen Schergen. Da freut er sich. Was machst denn du hier? Ein kleiner Wachturm hier oben wahrscheinlich. Aber der ist jetzt nicht mehr bemannt. Wir haben die Besatzung ein wenig auf null reduziert. Kann man ja auch mal machen, ne? So ganz zwischendurch, ne? Hier unten haben wir soweit alles getötet. Ihr sollt kein Bier saufen, ihr sollt die Dinger da kaputt machen. Ah. Hier gab es doch glatt noch ein bisschen Gold. So, die müssen ja jetzt... Können die mich finden oder bin ich da zu weit weg? Ich glaube, wir gehen einfach mal ein Stück mit. Da können wir uns auch gleich noch ein paar neue Schergen ranholen. Hallo. Wir hatten ja leider jetzt einige verloren. Das müssen wir wieder wettmachen. Also holen wir uns neue Leute. Und mit denen stürmen wir dann das offene Tor da hinten. So, gleich noch ein bisschen Gold gefunden. So muss das sein. Der Verratzauber bewirkt genau das, wonach er klingt, Meister. Eure Gegner greifen sich gegenseitig an. Eine wahre Freude. So, wo können wir denn... Oh, da sind noch Kisten. Meine Schergen sind ja momentan nicht so besonders gut ausgerüstet, leider. Deshalb müssen wir da ein bisschen gucken, dass die wieder ihre Ausrüstung bekommen. Hier haben wir auch noch Fässer stehen. Ja, holt's euch, holt's euch.
Gold! Ey, ich komme hier nicht durch. Was soll denn das? Also richtig viel Ausrüstung finden wir leider nicht. Irgendwie, ne? Da liegt noch ein bisschen rum. Werdet stärker, meine Schergen. Werdet stärker. So, jetzt müssen wir gegen die Zwerge da ankommen. Aber vorher gibt es hier noch ein paar Kisten. Ah, wenigstens ein bisschen Ausrüstung. Was will man denn mehr? Na, noch mehr Ausrüstung. Ihr seid irgendwie gar nicht so gut auf mich zu sprechen, hä? Die wollen mich stürmen. Boah, voll zerstückelt. Los, los, los. Lass mich den mal lieber übernehmen. Ich habe da so eine ganz gute Sache dabei. Und tot. Und jetzt kümmert euch drum, dass ihr die Truhen hier aufbekommt. Und die ganzen Kisten und so weiter. Hier ist ja noch mehr. Eure Kampfkraft muss gesteigert werden. Ah, da ist schon wieder so ein blöder Elf. Hallo. Die Statue der Muttergöttin. Die Statue der Muttergöttin. Gestohlen. Sie lassen uns arbeiten. Einen Tempel bauen. Ich gebe zu, ich will euch nicht mit Details langweilen, aber wir müssen dafür an die Statue herankommen. Also irgendwie habe ich gerade ein bisschen Soundprobleme mit dem Spiel, habe ich das Gefühl. Warum setzt das denn so aus? Hört mal. Da kann doch was nicht stimmen. Aber wir gehen einfach mal in diesen komischen Tempel hier, ne? Den Tempel, den sie bauen wollen für die Muttergöttin, verehren die jetzt, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Los, lade schneller. Ah. Nicht gut. Überhaupt nicht gut, das Riesending da. Ah, da ist die Statue. Da ist die Statue. Dem laufenden Klippengesicht da unten nachzuurteilen, rechnen die Zwerge mit Ärger. Enttäuscht sie nicht, Meister. Ich finde das ein bisschen blöd. Der Steinriese war ja schon gefährlich genug und jetzt ist da auch noch so ein Felsriese. Was soll das? Oh, guten Tag. Was ist das für ein... Was bist du denn? Ist mir egal, was du bist. Du wirst sterben. So, ey. Lass das! Lebensenergie, Lebensenergie. Ob es da hinten noch irgendwas gibt, das wir gebrauchen können, wir können ja mal nachschauen. Nö, sieht nicht danach aus. Das sind ja auch komische Rollbiester hier. Rollmöpse sind das. Ah, da ist noch so einer. Oh ja, mehr Ausrüstung für meine Schergen. Oh, fein, 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 fein. Land am Stein, Land am Stein. Diese Ungeheuer sind nur gefährlich, wenn man sich Los. Ihnen in den Weg stellt. Ja, stimmt, ansonsten haben die nicht viel zu bieten. Da sind die eigentlich relativ zahm. Die ganze Lebensenergie immer schön mitnehmen, kann man alles gebrauchen. Weg mit dem Tor! Dass sich immer alle verbarrikadieren müssen, als ob das einen Sinn hätte. Wenn ich durch will, komme ich auch durch, du. Zwerge, 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 rennt, 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 rennt. Boah. Nieder mit ihm. Diese blöden Rollmöpse, ey. Los, holt die Lebensenergie. Und der Rest holt das Gold.
Ja, das ist aber auch schön. Hier können wir auch noch ein bisschen zertrümmern. Findet Ausrüstung, meine Lieblinge. Findet Ausrüstung und legt sie euch an. Ach, das sind nur tote Zwerge. Da ist doch schon wieder so eine Schanze hier. Jetzt kommt er. Der ist aber auch gar nicht mal so sehr zu unterschätzen. Ne? Der hat meinen Scherben jetzt im Alleingang platt gemacht. Da schon wieder ein. Naja, die sind halt nicht besonders gut ausgerüstet. Ne? Das muss ich. Ich muss die Ausrüstung erst wieder ein bisschen aufstocken. Bis meine Armee wieder so stark ist, wie sie eins war. Vielleicht sollten wir bei Gelegenheit auch nochmal bei unserem Freund im Hügelland vorbeischauen. Na komm. Komm, 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 kommt. So macht man das. Ah, ist das schön, diese ganze Lebensenergie, die man dadurch bekommt. Können wir alles gut gebrauchen. So, ich gehe recht in der Annahme, dass wir hier links rein müssen, ne? Ja, gut. Dann gucken wir erstmal hier. Hier ist aber nichts weiter. Kommt, Papa. Nein, 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 nein. Oh, das war jetzt aber knapp. Das hätte fast Ärger gegeben. Müsst doch mal ein bisschen aufpassen, Mensch. Alles zu mir, bitte. Alles zu mir. Oh, hier liegt ja noch Ausrüstung vom Feinsten. Ausrüstung für meine Schergen. Musik in meinen Ohren. Wo kommen wir denn hier noch hin? Da ein paar Fässer. Das schreit nach Gold und Ausrüstung. Aber mehr gibt es jetzt hier nicht. Ist aber nicht so schlimm. Hat schon genügt, hat schon genügt. Das war toll. So, wo kommen wir denn jetzt hier an? Ah, die nehmen den unter Beschuss, verstehe. Wenn wir denen hier eine Brücke bauen, dann wird er die Viecher aber ganz schön platt machen, hör mal. Los, schiebt! Los, 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 schiebt weiter. Und vorwärts. Bam, 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 bam. Und er lebt noch, aber nicht mehr lange. So. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Monster ist weg. Die bösen Zwerge mit der Armbrust sind weg. Und ich bekomme, was immer ich möchte. So, lassen wir mal das Tor hoch. Und gehen weiter, mal sehen, was uns hier in diesem Tempel noch so erwartet. Na, auf jeden Fall frische Schergen. Ah, automatisch gespeichert. Das gefällt mir. Ach du Schande, was ist denn hier unten los? Schön aufpassen, schön aufpassen. Sie können uns zerstören und versklaven. Wir werden nie glauben, dass die Muttergöttin zu den Zwergen hält. Ach ja, ihr komischen... Ihr komischen... Wir sind die Erstgeborenen. Wir sind nicht für harte Arbeit geschaffen. Ach Gott, eingebildetes Pack.
Arbeiten sollen sie bis in alle Ewigkeit. So. Unsere Muttergöttin ist eine Elfe. Wie können die glauben, sie sei etwas anderes? Wir sind die Erstgeborenen. Wir sind nicht für harte Arbeit geschaffen. Vorsichtig. Los. Sie können uns zerstören und versklaven. Wir werden Los. Nie glauben, dass die Muttergöttin zu den Zwergen hält. So, dann kommt mal raus. Vielleicht könnt ihr mir hier ein bisschen helfen. Wohl, Freund. Freund, dass ich nicht lache. Ich wollte euch eigentlich gehen lassen, aber wenn ihr mich jetzt schon als Freund bezeichnet, dann mache ich euch lieber platt. Weg. Nein, bitte. Tötet sie alle. Seht ihr die positive Energie, die von ihnen ausgeht? Etwas Gutes zu töten macht mich glücklich und erfüllt mich. So, dann machen wir hier erstmal noch ein bisschen Zeug kaputt. Ah, ich sehe schon, da oben ist schon wieder eine Metalltür. Kümmert euch mal da drum, während ich mich um den Rest kümmere. Ah, hier gibt es nichts weiter. Na gut, dann wollen wir mal. Ich denke, wir müssen zuerst das Tor aufmachen. Ach, das sind hier Ersatzbomben für uns. Aber eigentlich sollten die hier genügen, denke ich. So, die nächste bitte. Na, wirst du wohl die Bombe nehmen jetzt, Mensch? Die brauchen wir nicht, oder? Doch, wir brauchen hier noch eine. Dann nehmen wir direkt die ganz vorne. Lauf, 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 lauf. Renne! Renne um dein Leben! Sehr schön, ist offen. So, jetzt weg mit den blöden Kisten hier. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wo es hier weitergeht. Da, da, da. Oh, das klingt schon wieder unschön. Oh, ich habe keine Magie mehr. Mist. Hey, gut, ist nicht so schlimm. Wir werden bestimmt noch irgendwo auf Mana-Tränke treffen. Ansonsten habe ich ja meine Scheren. Die regeln das schon. Ich vertraue ihnen da voll und ganz. Die werden schon wissen, was sie tun. Ah, hier müssen wir schieben. Ein Steinklotz versperrt uns den Weg. Da ist noch ein anderer Steinklotz, aber der kann sich bewegen. So, und jetzt holt mir Lebenstränke, Gold und Mana-Tränke bitte, ja? Macht's auf, macht's auf. Ah, fein, fein, fein. Alles nur für mich. Mir fehlen ein paar. Was ist mit euch nicht in Ordnung hier? So, muss man die wieder, manuell retten hier. So, unten oder oben? Ich würde sagen, erstmal unten. Ah, zurück, die haben Bier getrunken. Zurück, die haben Bier getrunken! Was versteht ihr nicht unter zurück, verflucht? Zwerge mit Bier, es gibt nichts Schlimmeres. Ah, Wirkung hat nachgelassen, jetzt seid ihr tot. Holt sie euch! Auch hier müssen wir wieder schieben und ziehen und so weiter. So, schiebt das alles zur Seite. Ich brauche Platz, um hier durchzukommen. Ah, hier gibt es zumindest einige Kisten. Und da war auch viel Gold dabei.
Oh ja, gib mir das Gold. Da stehe ich doch drauf, da stehe ich doch drauf. So, jetzt geht's wieder nach oben. Ich habe schon wieder irgendwo jemanden verloren hier. Die bleiben gerne mal hier hängen. Allgemein habe ich gerade ein bisschen Probleme mit dem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Sounds, die sich verschieben und so weiter, das ist doch irgendwie... Irgendwie ist das ganz seltsam. Ah, da hinten ist eine Schergensäule. Was? Schon wieder so ein Vieh. Patz. Hau bloß ab, du. Hau bloß ab. So. Wie ich es mir gedacht hatte. Das Wesen aus dem Elfentempel. Jule, diese Diebin, ist noch immer hinter der Statue her. Dann holen wir uns mal lieber die Statue, würde ich mal sagen. Ist eigentlich eine ganz coole Idee, ne? Komm schon. Macht's kaputt. Holt mir die Lebensenergie ran, schnell. Komm schon. Komm schon, geh kaputt. Okay, los, weg. Und Feierabend, würde ich mal sagen. Blödes Vieh. Jetzt holen wir uns erstmal die ganze Lebensenergie. Die haben wir uns ja mal mehr als verdient. So, und wir können uns auch gleich noch ein bisschen umschauen. Ah, Zwerge. Ich glaube, hier kommen wir später eh lang. Da oben ist ja auch noch die Schergensäule. Die müssen wir ja auch noch irgendwie holen. Oh ja, musst du hier alles so blockieren, Mensch. So, na, das holen wir uns gleich. Wir gehen erstmal zur Statue rauf. Und gucken, was da los ist. Hm. Mama? Na, sowas in der Art. Meisterhaft, Herr. Jetzt kommen wir zur kritischen Phase meines teuflischen Plans. So, hier gibt's nichts, okay. Lass Braune zur Statue ausschwärmen und wartet ab, was geschieht. Habe ich das schon gemacht? Ja, habe ich anscheinend schon gemacht. Aha, die alten Gerüchte waren also wahr. Die Statue ist mir, Schergen, Herr. Mir! Okay. Der nächste, bitte. Ja, ich bin doch dabei. Wie viele wollt ihr denn noch? Ich werde hier meine ganze Armee los. Ah. Gut, so. Ich bin mir sicher, dass Jule zurückkommt, wenn die Luft rein ist. Das denke ich aber auch. Sie kennt die Geheimnisse der Statue wohl nicht. Los, holt's euch. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich mag Objekte auch. Ich mag Objekte auch. Verlassen, damit sie ihre schmutzige Arbeit in Ruhe erledigen kann. Alles klar, können wir machen. Hauen wir ab. Tag, Zwerg. Ein Zwerg weniger. Tötet sie alle. So, die Fässer könnt ihr auch mitnehmen hier. Sehr schön. Und da können wir es auch schon abliefern. Fantastisch. Ah, sieh mal eine an, sieh mal eine an. Hol sie dir, mein Kleiner, hol sie dir.
So. Also der Plan ist im vollen Gange, würde ich mal sagen. Los geht's. Ihr könnt mehr Schergen rufen. Ihr könnt mehr Schergen rufen. Dann könnt ihr euer böses Territorium noch weiter vergrößern, Herr. Wäre das nicht nett? Das wäre sehr nett. Aber wir kehren jetzt erstmal zurück in den Turm und beenden das Ganze. Ich werd mal gucken, was hier Sache ist, ne? Von wegen Tonfehler, das geht ja mal gar nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.